Erdbeeren pflanzen und überwintern. Aber ist es Mitte Oktober nicht schon zu spät, um die hier einzupflanzen? Nein, nicht wenn man ein paar Dinge beachtet. Man sollte natürlich die richtige Sorte wählen. Ich habe mich hier für die Sorte Ostara entschieden. Das ist eine mehrjährige, immer tragende Erdbeere. Immer tragen bedeutet, man kann das ganze Jahr über immer wieder kleinere Erdbeeren von ihr ernten. Es gibt auch einmal tragende Erdbeeren, da würden dann quasi die Beeren alle auf einmal reif und man kann große Mengen auf einmal ernten. Mir gefallen die immer tragenden besser, weil dann kann ich irgendwo mal hingehen und eine kleine Erdbeere snacken. Das ist mir lieber als eine Riesenmenge auf einmal zu haben. Außerdem haben die Kleinen hier eine sehr, sehr gute Frostresistenz. Sie sind auch sehr ertragreich, sprich es werden später sehr viele Beeren dran wachsen. Man sieht ja schon, hier wachsen schon die ersten. Die Beeren selber sind eher klein, aber sehr schmackhaft. Sie haben sehr viel Zucker in sich, also sehr süß und nur eine leichte Säure. Also perfekt zum Snacken. Kommen wir zum Standort. Der sollte in der Sonne oder im Halbschatten liegen. Außerdem wäre gut, wenn er windgeschützt ist. Allerdings nicht zu windgeschützt, damit das Laub auch nach Regenfällen schnell wieder abtrocknet und so kein Schimmel entstehen kann. Der Boden sollte wie bei fast allen Pflanzen locker und nährstoffreich sein. Und Staunässe sollte man natürlich auf jeden Fall vermeiden, sonst fängt das Ganze an zu schimmeln. Das wollen wir nicht. So, ich habe hier neben meinem Knoblauch noch etwas Platz. Da wollte ich eigentlich einen vorgekeimten Knoblauch einpflanzen, hier in dem Video. Das hat aber gar nicht funktioniert. Und damit das hier nicht leer bleibt, kommen da jetzt die Erdbeeren rein. Vor dem Pflanzen empfiehlt es sich, die Erde zu düngen. Ich habe hierfür biologischen Flüssigdünger benutzt. Man kann auch festen organischen Dünger benutzen, zum Beispiel Hornspäne. Die würde ich allerdings vielleicht schon ein, zwei Wochen vorher einbringen, damit die Mikroorganismen schon mal ein bisschen Zeit haben, das Ganze zu zersetzen und für die Pflanze quasi verwertbar zu machen. Was man auf keinen Fall verwenden sollte, ist mineralischer Dünger, der enthält Salze und Erdbeeren sind sehr salzempfindlich. Das erkennt man dann an braunen Rändern, an den Blättern zum Beispiel. Kompost ist umstritten, weil er angeblich auch viele Salze enthält. Entschuldigung. Ich habe bisher aber mit Kompost keine schlechten Erfahrungen gemacht, also man kann ruhig auch eine Handvoll Kompost dazugeben. Sollte kein Problem sein. Die Pflanzen setze ich nun in einem Abstand von 30 cm. So haben sie genug Platz, um zu wachsen. Und nach Regenfällen kann das Laub auch schön abtrocknen und wir haben hier kein Mikroklima, das die Feuchte hält, denn wie gesagt, Schimmel, das wollen wir nicht. Es ist sehr wichtig, dass man die Pflanze nicht tiefer als das Herz setzt. Das hier ist das Herz der Pflanze, also blöd gesagt da, wo sie aus der Erde kommt jetzt, und sie sollte auf keinen Fall tiefer sitzen, eher höher, denn sonst könnte die Pflanze ersticken oder es könnte sich auch wieder Schimmel bilden. So sollte das dann ausschauen. Das ist übrigens oder vermutlich die Auswirkung vom mineralischen Dünger. Das erkennt man schön an diesen abgetrockneten Rändern des Blattes. Denn an den Rändern verdunstet das meiste Wasser und das Salz lagert sich dort ab. Und das mag diese Erdbeerpflanze eben nicht. Drum passiert das hier. Die Wurzeln der Pflanzen schauen übrigens nicht so gut aus. Die Wurzeln sollten eine schöne weiße Farbe haben. Das bedeutet, die Pflanze ist sehr gesund. Die hier sind eher gelblich. Das liegt bestimmt an dem Dünger. Aber das macht nichts. Die sollten den Winter trotzdem überleben. Erdbeeren eignen sich übrigens auch super für den Balkon oder den Blumenkasten auf der Fensterbank. Man sollte da allerdings wirklich schauen, dass man das Gefäß groß genug wählt und im Blumenkasten zum Beispiel
zwei, maximal drei Pflanzen zusammenpflanzt. Denn weniger ist oft mehr. Denn umso besser die einzelnen Pflanzen wachsen können, umso mehr Ertrag hat man hinterher. Bei dieser Sorte wird übrigens empfohlen, dass man die ersten Blütenstängel nach dem Pflanzen abschneidet. Das sorgt dafür, dass die Pflanze sich mehr aufs Wachstum konzentriert, anstatt auf die Fruchtausbildung. Ich mache das aber nicht. Das soll die Pflanze für sich selber entscheiden. Und ich bin ja kein Profigärtner, der hier kiloweise Erdbeeren ernten muss. Deswegen lassen wir die Pflänzchen das einfach mal ganz alleine stemmen. Ich habe jetzt hier noch eine Pflanze übrig und die setze ich hier zu den Radieschen. Wie gesagt, Erdbeeren vertragen sich auch super mit Radieschen. Da ist kein Platz mehr und ich will die ja nicht wegschmeißen. So, angießen und dann kommen wir zum Überwintern. Kommen wir zum Überwintern. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine ist zum Beispiel, dass man die Erde mit Rasenschnitt bedeckt. Noch besser wäre Stroh oder Heu. Das hat mehrere Vorteile. Zum einen schützt das die Erde vor der Kälte. Zum anderen liegen die Erdbeeren nicht im Dreck. Das heißt, sie bleiben schön sauber. Sie können gut abtrocknen, was wiederum Pilzbefall vorbeugt. Oder man kann das Ganze mit einem Vlies abdecken. Kann ich dir helfen? Ja, ja. Oder man kann es mit einem Vlies abdecken. So, es ist aber beim Stroh und beim Vlies muss man auf ein paar Dinge achten. Beim Stroh, bei Dauerregen zum Beispiel, staut sich viel zu viel Nässe darunter. Und das sollte man ab und zu mal kontrollieren. Rio, Junge, ich mache hier ein Video. Das muss man ab und zu mal kontrollieren, denn wie gesagt, Staunässe, das führt zu Pilzbefall, den wollen wir nicht. Beim Vlies gilt auch, man kann das Vlies nicht einfach so drüber schmeißen, denn wenn es schneit, quetscht der Schnee quasi die Pflanzen zusammen. Am besten ist, man baut sich da ein Gestell oder ist eine Art Folientunnel, bestimmt jeder schon mal gesehen. Und somit kann der Schnee die Pflanzen nicht platt drücken. Ja. Und das werde ich demnächst bauen, eine Abdeckung für dieses Beet mit einem Vlies obendrauf. Und das seht ihr im nächsten Video. Wenn ihr das also nicht verpassen wollt und sehen wollt, wie man sowas recht kostengünstig bauen kann, drückt gerne auf den Abo-Knopf und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao! Mensch, Junge!